Willkommen zurück, Freunde. Wie ihr seht, hat unser Drachen eine neue Brust. Habe ich beim Händler vorhin gekauft, ne? Willst du dich nicht umdrehen? Ja, sieht ein bisschen adlig aus. Und wir haben auch die Klerikerin mit an Bord. Das Schöne ist, nachdem ich sie in die Gruppe geholt habe, hat sie automatisch ein Level-Up bekommen. Also diejenigen, die nicht aktiv dabei sind, leveln passiv mit. Das ist nicht verkehrt, glaube ich. Der Magier ist erstmal im Lager geblieben. Mal schauen, ob das eine gute Entscheidung war. Und bevor wir jetzt hier weitermachen, reden wir erstmal mit Arabellas Eltern. You ever scare me like that again, and I'll feed you to a gnoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Likewise. Arabella? Thank you for helping me. Bells, it's our job to get us out of here safely. Okay, ein kleines Geschenk bekommen, wunderbar. Auf der Karte habe ich gesehen, dass es eigentlich hier nach links weitergeht. Also hier unten raus und dann zack, nach links. Oder wir könnten auch oben mal lang gehen. Bevor wir das machen, hier sieht es aus, als wenn wir hier auch noch Durchgangsmöglichkeiten haben. Deswegen schauen wir uns das da auch nochmal an. In den Hain... Oh. Sorry. In den Hain selbst gehen wir noch nicht. Wir brauchen ja noch diese komische Tafel. My, my, what manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Hard to say. For your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that? Love. Was that? They do know how to write them in Cormyr, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. It's not every day one meets such a cavalier sinner as yourself. A true bloody pleasure. Okay. I'm rather the admirer of the sanguine arts, even if I wasn't quite born under a killing moon myself. Shall we withdraw? We have much to discuss, to our mutual satisfaction. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. There, middle of somewhere. And deny you the honor of my hospitality? This is the House of Hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Call it a ninth sense.
What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary. Conceivably. But a savior? That's for certain. Kann das sein, dass das unser... Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das war. Wir haben ja noch einen Wächter erstellt. Ist das der Wächter? Oder habe ich die Wächterin weiblich gemacht? Come now. Why play hard to get when you're in deep over your tadpole head? One skull, two tenants and no solution in sight. I could fix it all like that. Oh, that's disappointing. I prefer it when my clients put up a fight. Only to realize victory was never an option. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. I'll be around, watching you squirm like a tadpole through a nice juicy brain. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say, you're a paragon of luck. I'll be there when it runs out. Okay. Das war jetzt der Teufel, der uns ein Angebot gemacht hat. Und es wird sich bestimmt später irgendwann aufklären. Das sind doch Sirenen. Interessant. Oh, die sind jetzt direkt dort. Das sind auf jeden Fall Sirenen. Ich glaube, ich speichere noch mal eben schnell. Und dann können wir auf jeden Fall weiter. Egal was passiert, wir sind safe. Nein, 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 nein. Nicht da lang. Listen. Your favorite drownings will take place in shallow water. Just a slice of the ankle tendons. Don't you hear it? It's so peaceful. No, no. It's just a bit of water. I only want to listen. Just a little closer. Everything's gonna be fine once I get there. Wollten wir nicht oder hätten wir nicht einfach das Kind greifen können?
So, was haben wir hier? Harpien. Na, die haben schon fast jemanden getötet, obwohl noch nichts passiert ist. Gut, dann legen wir mal los. Wie viel haben wir eigentlich? 4 Harpien, okay. Dann können wir hier beenden. Okay, das ist die Klerikerin. Onward. 4-7 und 4-11. Shit. Das Vieh müssen wir bestimmt mindestens einmal treffen, damit das Lied aufhört. Nothing will stand in my way. Wieso ist der hier schon erledigt? Bin ich da aus Versehen auf die Sanduhr gekommen? Das wäre sehr ungünstig. Ja, zumindest noch mal einen kleinen Heal. Okay, die sind ziemlich stark. Und sie haben eine von uns übernommen. Ich glaube, das Ding ist für uns erstmal durch. Yep, das mit den Harpien war ein bisschen zu gefährlich. Die sind uns aktuell noch überlegen, deswegen weg. Would that we could speak? Okay, hier wird auch gesungen. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will change. No. Become. Change? No! Damn it!
No, I'm moments away from a grisly death. At the hands of this bloody song. I can't... Nothing fits, you know? It can't hurt. I have her. I have an extra lute, if you want. I'll start from the beginning. We'll take it slow. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Sehr schön. Die Würfel sind heute wieder auf unserer Seite. Words of mine will turn to ash when you call the last light down. Ja, kriegen wir das hin? Ja, ne? Sehr schön. Moon reminds me of your grace, all the love I can't repay. Rest and know that I will pray. Farewell, my dear old friend. Sorry. She'd have said the same thing. That's the first time I've played since Lihala died. My teacher. She was playing her lute. We didn't hear the gnolls coming. There was so much blood. I can still smell it. It was awful. I couldn't look at a lute without hearing her screaming. I'd forgotten what it was like. That itch to perfect a song. Keep the lute, please. You've earned it. The Weeping Dawn will be my gift to Lihala. I've a long way to go. But thank you. I needed this. Too sweet. Odiously sweet. The vomitous gall within despairs at your kindness. Schöne Geschichte. Ist die Dame eventuell blind? Die hat mich nicht einmal angeschaut. So, jetzt können wir hier unten nochmal durchgehen und schauen, was dort los ist. Yes, yes, I'm quite aware. Ja, von hier hören wir sie auch noch singen. Sehr schön. Das ist doch ein Druide, oder? Ja, weiter kommen wir hier nicht. Wir könnten versuchen, den Fisch zu klauen. Das würde aber, glaube ich, nicht gut ausgehen. Okay, hier geht's für uns nicht weiter. Die Harpien sind noch zu stark. Zum Hain werden wir nochmal zurückkehren müssen. Also machen wir erstmal weiter mit... Ja, nicht nur eine Mission. Wir haben ja hier ein paar mehr Missionen. Ja, wir versuchen einfach mal oben rauszugehen. Mal schauen, vielleicht klappt das ja. Was ich aber eigentlich unbedingt brauchen würde, wären neue Waffen und bessere Ausrüstung. Weil wirklich... Na? Achso, ja, er geht ja
lang. Weil wirklich Schaden mache ich ja nicht. Und überleben kann ich auch nicht so gut. So, da waren irgendwelche Scharlatane, die haben ja irgendjemanden gefangen genommen. Von hier werden sie nicht als Gegner angezeigt. Mal schauen. You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Your mind wanders. If the crossbow bolt shot through her mouth, would she taste the metal before she died? Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Die Augen der Tieflings sehen geil aus. Komplett schwarz und dann dieser ja, Feuerschimmer, so wie bei Saurons Auge. Sehr nice. Aber gut, wir wollen hier nicht die Augen der Charaktere bewerten, sondern das Richtige tun. Looks like the Absolute sent me a protector. You're gonna kill him too. You move. Ja, schauen wir mal, ob wir da was machen können. Also mindestens 13. Oh, die Würfel sind auf unserer Seite. Sehr schön. Canon would hate me for this. But he's not here. They took him from me. Damn you. Damn it. But why do you care if a goblin lives or dies? Tch. Your soft heart will be the death of us. Can't say I understand that. Not sure I want to. It's all right, Arca. Let's go. You're gonna be sorry, every last one of you. Aha, okay. Du hättest auch mal ein bisschen netter drauf reagieren können, aber okay. Ain't sure why you're protecting me. Don't care neither. It's too late to make friends, warg me. My tribe's coming. They're gonna burn this pretty place for the glory of the Absolute and hang you by your guts. Haben wir uns eventuell falsch entschieden? They'll peel your face off and nail it to a wall. I ain't scared of some god. Stick a dozen arrows in me and priestess guard still patch me up. Got a whole lab set up. Cooks up potions that fix our lads, no matter how much of a beating they take. Could probably stick your head back on if someone was to chop it off. Mighty Booyog. I'm not saying we should trust a goblin, but she sounds very useful. Ja, dieser Trank, der Dinge nachwachsen lässt, klingt gut. Get me out of here and I'll tell you where to find her. Deal? Then hurry up and do it. My tribe ain't as friendly as I am. Oh, you thieves are all boring. Even your cages are boring. Ja, das kriegen wir hin. Aber knapp. Ohne die ganzen Bonis wäre es echt knapp gewesen. I'm gonna bite the heads off your kids. And your birdies. And your dogs. Blood.
bloody teeth everywhere. Ready to go meet my tribe? Just say the word. Bescheid. Happily, lead the way. Here we go. Ich habe hier keine Ahnung, wo wir hin müssen. Watch your back. With pleasure. Indolence breeds madness. Können hier keiner das Schloss knacken, oder wie? I'm ready. Whatever it takes. Let's get this lock to yield. I met your friend. Ready to go? Happily. Lead the way. Looking ahead. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Heilsinn ist in der Nähe von dem Goblin. Gut. Oder halt nicht so gut. Hier oben kommen wir nicht durch. Aber das würde hier auch eh nur ein Kreis sein. Dann düsen wir mal wieder aus dem Hain heraus. Ach, deswegen wahrscheinlich. Choose your next move carefully. Oha, eine 13 brauchen wir. Komm schon. Oh, sehr schön. You are persuasive enough. You and the goblin are free to go. Swing and swing and let's move. Oh Mann. Aber wieso? Wieso muss ich jetzt hier die ganzen Viecher umhauen? Okay, Arka und der, das waren die von eben. Ah, das wird nicht gut enden, wenn wir die jetzt umhauen. Shit. Eigentlich möchte ich die nicht killen, aber ah shit, jetzt weiß ich, wie wir es hätten machen sollen. Wir hätten durch die Druidenruinen gehen müssen. Irgendwie kann man ja hier so durchspringen. Das Ding hier öffnen. Das werden wir nochmal versuchen, richtig zu machen. Ja, shit, das können wir nicht richtig machen, weil ich keinen passenden Speicherstand dazu habe. Na gut, dann müssen wir uns jetzt hier durchmeucheln und mit den Konsequenzen leben. Ist nun mal so. Fehlgeschlagen, sehr schön.
Wow. Einen Schaden gemacht. Nothing important is ever easy. Na, da wollte ich jetzt nicht direkt in die Tiergestalt gehen. Oh, dieser Ort wird mich hassen. Jetzt anfangen hier alles abzuschlachten. This is your end. Okay, machen wir noch mal einen zweiten Angriff. Bis 7. Okay, wenn wir Feuer machen. Oh Mann. Das war's. I'll be right back. Na, nochmal schön alle ausrauben, nachdem wir sie umgebracht haben. Hätte sie nicht vergiftet werden müssen? So, einmal weglaufen bitte. Sometimes the only way out is through. Ja, 5 kann man einigermaßen mit leben. Sehr schön. Oh, sehr schön. Da war gutes Zeug dabei. Und jetzt könnte sie quasi hier nochmal umwandeln in HP. Ja, war nur 50%, aber okay. Ah doch, das passt sogar. Oha. So, das Vieh auch noch mal ein bisschen weiter zurück. Das passt. I won't give in. Oh, nice. Wir haben das wahrscheinlich mitbekommen, ne? Ja, shit.
Need to stay focused. What a rubbish. Oh Mann, ich hätte mich von vornherein eher hier oben hin verziehen sollen. No choice but to keep going. Und nochmal heilen. Wunderbar. Ja, der kann mich trotzdem. Okay. Boah, ich habe hier sowas von Mist gebaut. Eigentlich müsste ich meinen Spielstand wiederherstellen und das Ganze richtig machen. Okay, das hat nicht funktioniert. Wow. Das passt. Wunderbar. Ah, alles klar. Wird durch Heilen entfernt. Ansonsten für 2 Runden. Let's finish this. Back on your feet. Take your... Gut, klaffende Wunde ist weg. Da auch noch mal ein Schild drauf. Und der nächste gegen uns. Wow. Gut, dann machen wir das, was ich von vornherein hätte machen sollen. Jetzt habe ich nochmal den Stand wiederhergestellt, von dem ich hätte starten sollen. Den Goblin lassen wir nochmal eben im Gefängnis, denn wir müssen erstmal das Tor da hinten öffnen. Dafür düsen wir einmal in den Hain und machen das diesmal richtig. Aber gut, wer hätte gedacht, dass dann das komplette Dorf auf uns losgeht? Gut, nein, ich wollte nicht mit dir quatschen. Gut, wenn die in einem Konflikt stehen, dann ist das zu erraten, ja, definitiv. Aber dass die sich so heftig nicht abkönnen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, wenn wir sowieso schon mal hier sind, können wir ja auch Folgendes machen. Okay, wenn wir aus Versehen das Ding aktiviert haben. Was hat sie hier zu melden?
I suppose you've noticed I'm not terribly fond of wolves. They're ravenous predators with fangs like daggers. It's hardly an irrational fear to harbor. Don't be surprised if I'm reluctant to face any more. I suppose a friend of nature such as yourself will know how to avoid them. Provided you don't turn into one, of course. Oh, okay. There's no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. Gut, also das Artefakt, da will sie immer noch nicht drüber sprechen. Oh, hier haben wir ein Dienstquartier, okay. Auch hier wieder, ich hasse nicht aufgedeckte Maps, deswegen laufen wir jetzt hier einfach mal den kleinen Kreis. Komisch, seitdem ich geladen habe, haben die Frames hier Einbrüche. Oh, sehr schön, das Ding geht auf. Ich habe eben noch gedacht, shit, wie kommen wir jetzt hier rein? Aber ja, mit unserem Kronending. Oh, dann hätten wir auch durch den Haupteingang gehen können. So, die Dinger sind jetzt hier alle weiterhin deaktiviert, ne? Ja, alles deaktiviert bis auf das eine Ding, wo ich nicht rankomme. Und wenn ich mich jetzt recht entsinne, müssen wir hier hinten raus. Und auf der anderen Seite sind wir dann außerhalb des Dorfes. Genau. So, jetzt sind wir hier. I don't like the look of that mushroom. I should stay clear. Okay, gut, das hat funktioniert. Wunderbar. Ja, beim ersten Mal, als wir da rausgekommen sind, habe ich auch gar nicht dran gedacht. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Oh Mann. Oh Mann. Ja, zum Glück war das nur einer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, okay, jetzt können wir hier knacken. Sehr schön. Dann. Ja, das sollte auf jeden Fall ausreichen. Ach Gott, das ist jetzt. Nein.
Echt jetzt? I'm gonna bite the heads off your kids and your birdies and your dogs. Oh, na also. Weil so viele von diesen Diebeswerkzeugen habe ich auch nicht. So, du Ziege, jetzt müssen wir noch mal eben mit dir sprechen. It's too late to make friends. They're gonna burn this pretty place for the glory of the absolute. They'll peel you. I ain't scared of some god. Got a whole lab set up. Could probably stick a goblin healer. We really are desperate, aren't we? Get me out of here and I'll tell you where to find her. Then hurry up and do it. Okay, gut. Wenigstens haben wir dafür Erfahrung bekommen. Gut, dann nochmal würfeln. Dieses Mal nur ein Zehner. Aber das hat gepasst. Bloody teeth. Ready to go meet my tribe? Just say the word. Happily. Lead. Okay, gut. Dann sind wir jetzt. Richtig? Ich muss jetzt halt nur schauen. Jetzt hat zumindest nur er Damage kassiert. Ist in Ordnung. Es darf nur keiner drauf gehen. Aber das sieht gut aus. Sehr schön. Ah, stimmt. Hier ist ja noch der Findal. His breaths are shallow. His wounds. Rescue attempt has been noticed. Choose your next move carefully. Ja, hier müssen wir alles raushauen, was nur geht. Your words are futile. The goblin will not be allowed to leave. Neither will you. Oh Mann, ey. Ich hab dich gerade gerettet. Und so dankst du es mir. Eigentlich hatte ich das nicht vor. Aber es ist, wie es ist. Oh, dieses Mal klebt uns das Pech komplett am Leib. Ah, thought I was never gonna get out of there. Good to be free again, gotta say.
I'll introduce you to my whole tribe and put in a good word for you. See you at the camp. Okay, wir sehen uns also im Camp. Wunderbar. Dann decken wir hier doch mal wieder ein bisschen die Karte auf. Schauen mal. People up ahead. Something's wrong. Okay. Was ist hier schon wieder passiert? You're a true soul. You can't die. Please. Stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. A strange symbol glows, marked on their flesh, and something within you stirs in response. Ja, den sollten wir heilen können. He's hurt badly. An owl bear got him deep. If there's anything you can do. I'm watching you. The injured man locks eyes with you. Ist ein Eulenbär nicht von Dungeons and Dragons? Chimes in your head. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brynna, new recruits, yours to shepherd. Protect them. He is a true soul. Mind him. Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. Wollen wir sie zu uns nehmen? What? Are you testing us? A true soul, like you, has been chosen by the Absolute. You speak with her voice. Your words are her command. She grants you the power to enforce her will. And when the time comes, the true souls, you, will rule. Pah! I will serve at no ruler's side but my queen's. We know that all too well, sir, but the Absolute sent us here. We're looking for fugitives, survivors from that ship that crashed farther west of here. We don't know what they look like, but anyone who survived that crash is bound to be injured. That's enough to get us started. The Absolute wants them found. At any cost. You! Brynna, kill him! Oh Mann, ey, was ist mit euch los? Wieso muss es immer ums Töten gehen? Na gut, dann was haben wir hier? 15 und 19, beide Stufe 2. Fast tot. Sehr schön. Let's spill some blood. Weg ist sie. Und der andere ist eingefroren oder so.
bisschen nachziehen. Aha, interessant. Ah, shit. Sorry. Let's turn someone inside out on my way. Ja, das habe ich wohl ein bisschen versaut. Aber nur minimal. So, wir haben jetzt hier zwei inspirierende Ereignisse. Was das jetzt bedeutet, weiß ich nicht wirklich. Na, jemand aus der Gruppe wiederbeleben, okay. Moving ahead. Dann schauen wir mal, was wir hier machen können. Power resonates within the corpse. It calls to you. Most corpses feel like toys before you, to be played with and discarded when you tire. This body seems different. A friend calls out from the corpse, desperate to be freed. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Oh Mann, was machen wir hier? Geben wir uns der Versuchung hin. Okay. No traps, please. Irgendwie hätte ich jetzt gedacht, dass mit der Larve und ihm noch was abgehen würde. Und die zicken sich weiterhin an. Wir haben hier oben einmal rette die Flüchtlinge. Owlbear tracks. Its nest must be nearby. Ja, ein bisschen Honig kann man immer gebrauchen. Besitzerin liegt da tot auf dem Boden. Oder Besitzer. Ja, mit Tieren umgehen die Fähigkeit haben Druiden, glaube ich. Von daher haben wir hier einen Draht zu den Vierbeinern.
The dog lowers his hackles, his head tilted inquisitively. Convinced that you're harmless, he turns his attention back to the corpse. The dog whimpers nervously, as if to urge you on. The dog looks at his owner with sad eyes. He does not move. The dog sniffs your hand. His tail swung low. Ja, wir werden ihm jetzt hier nicht seinem Kummer überlassen, das geht nicht. Auch wenn ich nicht der tierfreundlichste Mensch bin, aber remains at the dead man's side, as if in mourning. Na, schade. Okay, dann bleib hier halt alleine. Dann ist das nun mal so. Gut, okay. Also zwischenzeitlich haben mich so ein paar Gedanken rumgetrieben. Zum einen auch das mit dem Kobold in der Höhle. Oder ja, diesen Halbling, diesen Zwerg. Es kann sein, dass ich gleich eventuell vielleicht nochmal einen Spielstand wiederhole und versuche, den Typen aus der Höhle am Leben zu lassen. Aber hier an diesem Spot sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ob ich in der Zwischenzeit vielleicht das ein oder andere korrigiere, muss ich mal schauen. Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich wollte hier nochmal eben was schauen. Ah, sehr schön. Okay, hier kommen wir also rüber. Wunderbar. Und von hier kommen wir dann auch zu den Flüchtlingen oder Flüchtigen. Ja, da vorne ist eine Konfrontation. Wirklich, hier rüber kommen wir anscheinend nicht. Eventuell über die Höhle. Hier die Höhle, die im Schrein war. Dort gab es nämlich auch noch einen Weg, den wir noch nicht lang gegangen sind. Aber ja, wir schauen mal, was uns hier so beim nächsten Mal erwartet. Hier wird ja wahrscheinlich auch das ein oder andere Geheimnis rumliegen, so wie hier zum Beispiel ein Schlüssel. Ich sollte, glaube ich, mehr mit der gedrückten Alt-Taste rumlaufen. Aber unser Abenteuer hat ja gerade erst begonnen. Ein paar Fehler gemacht, gehört aber dazu. Dadurch werden wir natürlich auch schlauer. Aha, unser Schattenherz folgt uns nicht. Interessant. Die ist, glaube ich, ein bisschen wasserscheu. You find well, but you're so